Was ein bisschen mein Ziel ist, ist, den Studierenden unterschiedliche Möglichkeiten geben zu lernen. Und das Hauptziel ist eigentlich, ihnen Lust zu geben, nachzudenken. Also ich denke, die Universität ist sowas wie ein Ort, wo man eben lernen kann, wirklich nachzudenken. Und das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Das ist eine Veranstaltung des Einführungsstudiums, das heißt, alle Betriebswirtschaftsstudierende, alle Volkswirtschaftsstudierende, alle Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler müssen diese Veranstaltung besuchen, neben ganz vielen anderen Veranstaltungen. Dieses Jahr habe ich versucht, das ein bisschen umzustellen, um diese unterschiedlichen Motivationen, diese unterschiedlichen Interessenlagen auch ein bisschen zu befriedigen. Also ich habe eine Basis-Podcast-Angebot gemacht. Man kann also via Podcast so mehr oder weniger das Basiswissen sich anhören, braucht dann nicht in die Veranstaltung zu kommen. Ich habe dazu Verständnisfragen raufgeladen, inklusive Antworten. Also man konnte sich da ein bisschen testen. Es gab einzelne Prüfungsfragen, wo man sich testen konnte. Und die Idee ist, all jene, auch jene, die sich nicht wirklich dafür interessieren, die sollten dieses Basiswissen für sich erarbeiten. Ich arbeite sehr gerne mit dem Podcast. Mir gefällt das sehr gut. Es ist auch, er hat eine angenehme Länge. Es gibt auch keinen Grund, ihn vorzuspulen. Und wenn man dann fertig ist mit der Bearbeitung des Podcasts, kann man sich mit Fragen selbst überprüfen. Und ich finde es manchmal fast besser, dass man den Stoff dann anschauen kann, wenn man Lust hat, wenn man Zeit hat und nicht einfach an einem Datum, an einer Zeit in eine Vorlesung gehen muss und sich dann den ganzen Stoff aneignet. In der Veranstaltung selber habe ich dann Fragen beantwortet zu diesen Basiswissen oder Verständnisfragen insbesondere und habe dann versucht, mit aktuellen Beispielen, mit Übungen zu arbeiten, um dieses Wissen eben zu vertiefen. Also die Idee war da, man soll nicht nur wissen, sondern man soll effektiv verstehen, man soll auch ein bisschen Spaß haben, man soll sehen, ja, wie funktioniert denn politikwissenschaftliche Forschung, beispielsweise bei Wahlen. Also die Vorlesung selber war eigentlich so mehr eine Übung, eine klassische Übung, wobei in der Vorlesung nach wie vor so zwischen 80 bis 120 Leute da waren. Also was ich halt gut finde, dass man die Materie, die man zuvor darüber gelesen hat oder eben durch den Podcast gehört hat, nochmal bespricht. Also es wird quasi gefestigt, es ist dann schon, man hat es schon einmal mehr bearbeitet, als wenn man es eben nur einmal gelesen hat. Die Fragenbeantwortung finde ich sehr gut, auch wenn man keine Frage gestellt hat. Plötzlich kommt einer und so, ah ja, das ist eine gute Frage, möchte ich auch wissen. Und er erklärt sie sehr gut. Für mich ist das eine willkommene Abwechslung zum Alltag in der Uni, also in unserem Falle, wo wir eigentlich jeden Tag eben in den Vorlesungen mit 400-500 Leuten zusammenhocken und einfach vom Professor sozusagen zugetextet werden und man einfach das Wissen aufnehmen muss. Und dann ist es eben, tut es eigentlich noch was gut, wenn man mal so in einem eben kleinen Rahmen etwas Interaktives hat, wo man mit einbezogen wird, wo es gewisse Diskussionen auch immer gibt. Wenn man so die Theorie hört, es ist sehr trocken und ja, es ist eben Theorie. Und jetzt macht er so aktuelle Beispiele und da kann man es gerade visualisieren und versteht das gerade, ah okay, es ist, so hat er es gemeint, so kann man es anwenden. Neben dem Basiswissen und diesem Vertiefungsblock gab es auch noch Literatur, die man lesen konnte dazu. Also all das waren so unterschiedliche Angebote, die man nutzen konnte, nicht unbedingt nutzen musste. Also man muss sich auch den Podcast nicht anschauen, wenn man das Gefühl hat, man besteht die Prüfung ohne irgendwelche Vorbereitung. Für mich war es ein Versuch. Also und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, dieser Versuch ist mehr als gelungen. Also ich werde auch meine anderen Veranstaltungen in diese Richtung bewegen. Ich habe gemerkt, dass ich Rückmeldungen, die ich kriege, also nicht nur inhaltliche, sondern formelle, die bringen mich extrem weiter. Also wenn man das könnte, Studierende als Partnerinnen und Partner zu behandeln, dann profitiert man schon viel mehr. Diesen Mut zu haben, mal etwas anderes auszuprobieren, nicht um irgendwie anzukommen oder um irgendwie Punkte zu machen, sondern weil das selber auch eine neue Herausforderung gibt.